Das Bündnis Cottbus ist bunt organisierte nun zum zweiten Mal ein Freundschaftsfußballspiel gegen Rassismus und Gewalt. Eine Mannschaft von Energiefans trat am 10.11. gegen die multinationale Auswahl der BTU Cottbus-Senftenberg an. In der ersten 15-minütigen Halbzeit gingen die Energiefans mit 1:0 in Führung. Anschließend wurde während der Pause des Drittligaspiels die Cottbuser Erklärung für Toleranz und Weltoffenheit verlesen, unter anderem von der amtierenden Universitätspräsidentin Christiane Hipp. In dieser Erklärung sprechen sich alle Beteiligten gegen Diskriminierung und Intoleranz aus und fordern Fairness im Sport und im Alltag. Die BTU-Auswahl mit Spielern aus Nigeria, Syrien, Brasilien, Deutschland, Marokko und Tunesien konnte übrigens in der zweiten Halbzeit gegen die Energiefans zulegen. In einem Viertelspiel gewannen sie mit 2:1. Aber eigentlich ging es weniger um den Sieg, sondern darum, im Stadion der Freundschaft ein Zeichen zu setzen für Weltoffenheit und Toleranz. Cottbus ist bunt!